So, da sind wir wieder zu einem neuen Elevator-Vlog. Hier haben wir den neuen DDJ-1000 von Pioneer und wir wollen euch erstmal einen groben Überblick darüber geben, was das Gerät alles so zu bieten hat. Dann gehen wir einmal die Effekte und die neuen Features durch und dann schauen wir uns noch einmal an, für wen das Gerät so geeignet sein könnte, für welche Zielgruppe. Und am Ende vergleichen wir das Gerät nochmal mit den vorherigen Pioneer-Geräten, wie das im Einzelsetup so vergleichbar ist. So, Aaron, dann erzähl doch mal. Also, wir haben jetzt hier das Gerät vor uns stehen, sieht alles sehr kompakt aus, kommt mir auch schon so grob bekannt vor von den ganzen Oberflächen. Ja. Erzähl mir doch mal ein bisschen dazu. Ja, ich habe das, also ich hatte ja die große Ehre, das Ding letzte Woche schon auszupacken und selbst da, ich glaube, dem einen oder anderen ist schon aufgefallen, dass ich weiß nicht, also ich bin unglaublich überrascht, was Pioneer da so von jetzt auf gleich irgendwie hingelegt hat an Gerät. Und zwar haben wir hier ein CDJ und ein DJN und ein CDJ nochmal irgendwie in einem Controller zusammengefasst. Und jetzt, bevor ich mal anfange, jede kleine Funktion hier so quasi zu erklären, man sieht schon auf den ersten Blick, dass das Teil einfach unglaublich super aussieht. Ich meine, wir haben hier ziemlich viele Plastikelemente und so weiter und so fort, aber vom Design her ist das Teil wirklich schon erste Klasse. Und ich finde, wenn man sich hier schon, wie gesagt, diese Mixer-Sektion anguckt, das glänzt und es sieht einfach echt top aus. Ja. Und ja, ist im Vergleich zu anderen Controllern von Pioneer auf jeden Fall schon mal ein riesiger Pluspunkt, nach meiner Meinung. Also, man kann sich natürlich so streiten, ob einem das jetzt wichtig ist, dass das halt gut aussieht, aber ich denke schon, dass das ganz cool ist, wenn man auch ein hübsches Teil zu Hause stehen hat. Absolut. So, dann würde ich mal sagen, schauen wir uns mal das Gerät von unten nach oben an oder besser von Mitte nach außen. Ich würde sagen, wir fangen einfach hier an. Fangen wir außen an. Ich meine, das hier, wenn man das jetzt hier erklärt, man sieht ja genau das, ist genau dasselbe wie hier. Ja. Und jetzt einfach mal im Vergleich zu anderen Controllern sehen wir hier oben, wenn wir direkt mit der Loop-Sektion anfangen, ist da dieses, weiß ich nicht, diese CDJ-Geschichte direkt wieder aufzufinden. Und zwar haben wir jetzt wirklich hier diese orangenen Punkte, diese orangenen Knöpfe, wie beim CDJ halt vorliegen. Genau. Das geht wieder weiter genau in diese Setup-Geschichte. Man hat jetzt, wie gesagt, hier ein In und dann ein Out. Und dann hat man jetzt hier wiederum die 4-Beat-Loop-Sektion, die man beim CDJ zum Beispiel nicht hat, von anderen Controllern jedoch kennt. Und da kann man dann halt, wie gesagt, sofort draufdrücken und dann hat man einen 4-Beat-Loop gesetzt. Mhm. So, dann gehen wir einmal runter, dann sehen wir das Slip-Reverse. Das kennt man auch vom CDJ, das ist dieser kleine Nippel hier normalerweise, ja, ne, den man nach unten schieben kann. Dann kann man auch da einen Slip Reverse quasi aktivieren. Und da müsste man jetzt hier, wie gesagt, den Knopf drücken. Man sieht, der ist auch wirklich, wenn man nur drauf drückt und wenn man loslässt, dann geht er sofort aus als Slip. Ja. Ne? So, darunter haben wir das Deck Select. Da können wir auswählen, ob wir jetzt unser erstes oder das dritte Deck auswählen möchten. Das Geile daran ist wirklich, dass wie wenn man sich jetzt quasi den Controller zum Beispiel dem DJM-Setup oder CDJ-DJM-Setup stellen würde, dass man wirklich gleich vier Kanäle belegen kann. Ne? Mhm. Also du kannst jetzt hier umswitchen, der andere Quatsch, den du im Hintergrund laufen lässt, der geht ganz genauso weiter. Und du kannst sofort, wie gesagt, noch, also für all die, die elektronische Musik gerne auf vier Kanälen mischen zum Beispiel, also vier Tracks gleichzeitig drin haben, ist das unglaublich geil, finde ich. Absolut. Also das ist mir direkt aufgefallen, als ich im Shop damit rumgespielt habe. Also quasi viel mehr drin, als man eigentlich so sieht. Genau, im Endeffekt, genau. Ne? Ja. Ja. Also man hat quasi vier CDJs, obwohl man eigentlich, wie gesagt, nur zwei CDJs als Hardware da hat. Man müsste natürlich immer umswitchen, aber das finde ich absolut geil. Kennt man auch von anderen Controllern, ist aber auf jeden Fall erwähnenswert, finde ich. Dann haben wir hier unten die Shift-Taste. Die ist für alle zweite Funktionen von den Knöpfen, Funktionen wie auch immer, also dass man die zweite Funktion anwählen kann. Dann haben wir hier Memory und Q-Loop. Memory ist für Q-Punkte, für für die normalen Q-Punkte, wenn man die einspeichern möchte und hin und her switchen möchte. Dann haben wir hier den Search, den mache ich jetzt einfach mal hier so hin und her. Kennt man auch vom CDJ. Genau. So, und da wird sich dieses, wie soll ich sagen, dieses direkt in den Track gehen. Da gibt es ja hier drüber noch dieses direkt in den nächsten Track schalten. Diese Knöpfe hat man sich gespart und dafür kann man einfach mit einem einmaligen Knopf da drauf oder einem einmaligen Knopfdruck sofort in den nächsten Track schalten. Absolut. Und dadurch wurden die nächsten Knöpfe auf jeden Fall irgendwo gespart. Mhm.
was ich jetzt auch nicht schlecht finde, aber vorhin, als ich das Gerät ausprobiert habe, ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass wenn man sich mal irgendwie so ein bisschen verhaspelt und so ein bisschen da rankommt, ist man sofort im nächsten Track. Ja. Und das ist natürlich nicht so geil. Mhm. Ne? Also, ja, so viel dazu. Dann haben Vorsicht wir hier. Geboten, ne? Ja, genau. Ja. Also aufpassen. Ja. Auf jeden Fall hier Cue und Play. Brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ne? Genau. Und dann gehe ich jetzt einfach mal von links nach rechts, mhm. haben wir hier die, die Pad-Modes. Ja. Ne? Also generell 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quasi 4 anwählbar, die anderen 4 über die Shift-Taste dann. Ganz genau. Ja. Also okay. Man hat immer mehrere Bangs, nenne ich das jetzt einfach mal. Also ja. Man kann entweder die Beat-Jumps kann man hin und her switchen, wenn ich jetzt hier auf Beat-Jump gehe, so. Dann kann ich jetzt hier mehrere Bangs ansteuern, hier über die Page-Taste. Und habe quasi nicht nur, jetzt kann ich nicht rechnen, 4 plus 4, 8 Pads, ja. sondern man hat 16 Funktionen auf 8 Pads von mir aus. Und ja, so viel dazu. Ich bin jetzt hier oben schon auf die Pad-Modes eingegangen. Wir haben einmal Hot Cue, wo wir Hot Cues einstellen können. Dann haben wir die Pad FX, wo wir selektierte Effekte, was wir am PC machen können, sofort hier auf die einzelnen Knöpfe draufspielen können, wie zum Beispiel Reverb-Effekt oder die Slip Loops. Das ist alles manuell einstellbar, also du kannst jeden einzelnen bekannten Recordbox-Effekt auf diese Pads draufsteuern. Du könntest jetzt wieder per Page auch auf andere Effekte zugreifen, mhm. also du kannst unglaublich viele Effekte, du kannst auf so viele Effekte gleichzeitig zugreifen, ja. das ist wirklich echt geil, ne? Vor allen Dingen für Performance-DJs. Dann gehen wir jetzt hier auf Beatjump. Ich weiß jetzt nicht, das ist nicht unbedingt neue Sache, aber für die Leute, die es nicht wissen, ne? Das kam mir letztens auch schon mal vor. Damit könnt ihr einfach mehrere Beats im Track sofort synchronisiert, sofort vorspulen, ohne dass man es wirklich hört. Ich mache jetzt einfach mal. Hier wären es, glaube ich, zum Beispiel 16. Oder hier sind sogar 128, hier sind 16. Also man hört nahtloser Übergang. Ja. Ne? Also man kann einfach mal einen Break um die Hälfte verkürzen, ohne dass irgendwer merkt quasi. Ganz genau. Oder ja. wenn du sagst, hör mal, das, weiß ich nicht, hier, der Build-Up dauert mir viel zu lange ja. und ich brauche jetzt mal irgendwie, weiß ich nicht, die Leute sind gelangweilt auf der Tanzfläche, dann geht man eben schneller drauf und man ist 16 Beats weiter. Ne? Ob ja. das jetzt halt so relevant ist, dass es wirklich hier schon auf der Sektion hier oben nennenswert ist, sei mal dahingestellt. Ich sag mal so, Beat Loop liegt direkt darunter, per Shift-Taste anwählbar, was wiederum auch eine sehr wichtige Einstellung ist, mhm. nach meiner Meinung. Der eine findet Beat Jump da wahrscheinlich sehr wichtig, der andere dann wiederum Beat Loop. Und ja, Beat Loop müsste man dann wiederum per Shift-Taste anwählen. Und was mir halt bei der Shift-Taste gerade aufgefallen ist, ich will das jetzt nicht großartig kritisieren, aber es ist halt eine sehr kleine Taste und man hat hier ja. unglaublich viele zweite Funktionen, die man anwählen kann und die ist halt sehr klein und nicht beleuchtet, also wenn man in einem dunklen Club irgendwo mhm. auflegt oder so, dann und man nicht direkt weiß, wo die ist, dann ja, hat man es mit dem Sehen nicht unbedingt leicht. Aber wollen wir wieder zurück auf die Pad Modes kommen. Genau, da haben wir noch den Sampler, ne? Genau, den Sampler, wo ja. wir halt auch verschiedene Samples reingeladen haben, mhm. zum Beispiel die typischen Pioneer-Samples, genauso wie beim XP1, den wir letztens ja. hier vorgestellt haben. Was ich ja persönlich sehr interessant finde, ist auch, dass man sich auf dem Sampler Drum-Sounds ziehen kann. Das heißt, man kann wirklich einen Breakpart nehmen, kann seine eigenen Drums mit einspielen. Also noch mehr außer Effekte quasi noch seinen eigenen Sound mit reinzubringen, seine eigenen Beats. Genau, das ist ja. schon auf jeden Fall so ein Level, was man im Club gut ausnutzen kann. Genau, ne? Gerade so für Live-Drummer wie E-Roll ist das auf jeden Fall ein sehr nice Feature. Ja, genau. Ne? Man kann aber auch gleichzeitig hier das Horn und so weiter, hier Sampler Volume. Ja, ich weiß, jetzt kommt wahrscheinlich wieder die Geschichte mit Kill Bill vom letzten Video, falls das irgendwie, wie auch ja. immer. Ne? Hier, Horn. Ja, nein, hab ich, oh. scheiße. Ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht, wie auch immer, scheiß drauf. Hier kann man auf jeden Fall alle möglichen Samples oder Drum Sounds reinladen mhm. und, weiß ich nicht, total viele Haptiken veranstalten. Man kann ganz neue Tracks damit bauen und weiß ich nicht, also auf jeden Fall sein Set megamäßig beeinflussen, ja. auf jeden Fall. Also mega cooles Feature auf jeden Fall, muss man sagen. Also ja. der Pad Mode ist für sich quasi nochmal eine ganz eigene Welt, unabhängig vom Mixen, was man da alles einstellen kann und in genau. Effekten zuführen kann, ist auf jeden Fall eine Menge. Und so. im Vergleich zu den anderen Controllern ist es auf jeden Fall wichtig zu sagen, dass ich will jetzt nicht schon wieder auf den XP1 zurückkommen, aber das ist halt dieses neue Pad-Mode-Selektion von Pioneer, von Recordbox. Und die ist halt komplett anders aufgebaut als wie mit dem SX und so weiter. Da hatte man, glaube ich, noch Slice und so weiter. Das ist da halt alles weggeblieben und es wurde mehr auf Recordbox eingegangen. Okay, okay. Ne? Aber ein wichtiges Feature, worauf ich noch hinaus will, ist einmal der Display. Und zwar sehen wir den ja, der erinnert schon so ein bisschen an den Nexus 2, ne?
Ja. Quasi vom Jogwheel, aber was neu ist, ist das Display. So, darüber musst du jetzt mal ein bisschen erzählen. Ja klar, ich meine, wir können uns natürlich auch so direkt hocharbeiten. Mir ist das egal. Also das Display ist auf jeden Fall das super Revolutionäre an dem Gerät. Kein anderes, außer jetzt vielleicht so ein Denon Player. Also kein Gerät von Pioneer, sage ich jetzt mal, hat dieses Display jemals mitgebracht. Und deswegen ist es ja auch so unglaublich interessant. Hm. Und ja, was sehen wir auf dem Display? Auf dem Display sehen wir die BPM-Anzahl, wir sehen die Waveform, wir sehen die Zeit, wir sehen auch Hot Cues, wir sehen auch Cues generell, die wir ansteuern können. Und hier oben sieht man auch so ein bisschen schön, wiederum, wenn man einen Track drin hat, der ein Label hat, hat man dann auch sein Label noch mit da drin vom Track halt. Ne? Dann sieht man hier wiederum auch noch, ob man Beat Sync drin hat, ob es jetzt der Master ist oder halt nicht und so weiter und so fort. Also das Teil kann was. Es kann relativ viel anzeigen und das ist alles manuell steuerbar. Mhm. Also wenn man jetzt sagt, boah, das ist mir alles viel zu viel und viel zu bunt und ich will eigentlich nur meine BPM da drauf haben, das kann man im Programm alles einstellen und ist auch relativ easy. Da wir jetzt den Screen nicht gelinkt haben, mache ich das jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall möglich. Ja. Also im Prinzip braucht man nur noch auf diesen Bildschirm zu schauen, man braucht gar nicht mehr auf seinen Laptop zu schauen. Ja genau, das ist ja halt auch eben Sinn der Sache. Genau. Ne? Ja. Also, dass man quasi, obwohl es kein Standalone-Gerät ist, wirklich auf die wichtigsten Informationen sofort zurückgreifen kann, ja, indem man einfach nochmal ganz kurz drauf schaut. Sehr geil. Sehr geil. Na, also, wenn wir jetzt auch direkt am Jogwheel sind, vom Design her, ne, mal wieder total CDJ 2000 oder XDJ, auf jeden Fall an die Media Player von Pioneer angepasst. Ich würde schon fast behaupten, das ist wirklich schon fast genau dasselbe Teil, was sie da oben drauf gesteckt haben. Außer vielleicht halt das mit dem Display. Ne? Genau. Ich weiß nicht, wie die das gehandhabt haben. Vorher war da ja auch ein Display, nur mit dem mit der Vinyl-Anzeige und dem, ne, wie auch immer, wie man das nennt. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall von der Haptik her und von der, vom Handling her ist das Teil genauso wie beim CDJ. Und die Empfindlichkeit kann man wiederum auch einstellen per Jog Adjust. Das hat, glaube ich, nur der ganz große von Pioneer, sonst auch kein Controller. Also das ist auch ein ganz neues Feature, was mitgenommen wird bei dem Gerät. Und ja, so viel auf jeden Fall zum Jogwheel. Ja. Dann arbeiten wir zum Beispiel hier runter zum Tempo. Da muss ich, glaube ich, auch nicht viel zu sagen. Hier Tempo Range vor BPM-Zahl. Hier wiederum kann man die Tempo Range halt nochmal anpassen. Master Tempo wiederum, dass man halt nicht den Pitch quasi oder dass man den Track halt nicht pitcht, wenn man das Tempo beeinflusst. Dann haben wir noch die Key-Sync und Key-Reset-Geschichte. Das ist, glaube ich, auch neu bei dem Controller. Mhm, ja. Sprich, dass man direkt die Harmonie vom anderen Track synchronisieren kann. Also, dass es genau dieselbe Tonart ist. Hier ist es zum Beispiel A-Moll. Und wenn ich jetzt hier auf Key-Sync gehen würde, dann ist dieser Track automatisch auch A-Moll. Da muss man natürlich mit vorsichtig sein, weil wenn die Halbtöne da eine zu große Distanz haben, dann klingt das natürlich meistens nicht so obergeil. Aber es ist auf jeden Fall cool, wenn man noch ein bisschen harmoniereicher mixen möchte. Mhm. Key-Reset bedeutet dann einfach nur, dass man genau auf den Notenschlüssel wieder zurückkommt, den der Track wirklich beinhaltet. Ja. Und alles klar, gut, dann haben wir auf jeden Fall schon mal den groben Überblick über die Player. Dann lass uns doch noch einmal den Mixer anschauen. Ja, also nochmal ganz schnell hier oben gesagt, hier Quantize, Slip, Wake Up und Vinyl, das sind alles Sachen, die auch vom CDJ bekannt sind. Ja. Die wurden hier oben natürlich auch noch dazu gebaut. Quantize, das muss ich jetzt alles nicht noch erklären. Das sind auf jeden Fall Sachen, die übernommen wurden. Genau. Hier hat man, wie gesagt, auch noch das Browser Wheel, um die Tracks auszuwählen. Dann hat man hier Back und View, halt für die Ansicht vom Rechner und Back halt, um dann wiederum in die Playlisten umzuschalten und so weiter und so fort. Jetzt kommen wir endlich auf den Mixer, weil das ist auf jeden Fall auch eine sehr interessante Sache bei dem Gerät, weil ich habe mir die Kommentare vom Unboxing das letzte Mal durchgelesen und viele sagen so, boah, hey Aaron, warum soll ich mir denn jetzt überhaupt noch einen Mixer kaufen, wenn denn hier schon überhaupt einer mit eingebaut ist? Ganz wichtig an der Stelle ist zu sagen, ich meine, wir gehen jetzt noch nicht auf die Rückseite von dem Gerät dass der Mixer auf jeden Fall standalone ist, sprich, man muss nicht unbedingt einen Rechner dran schließen, damit man den Mixer benutzen kann, sondern man kann hier oben auf Line schalten, da kann man wiederum einen CDJ oder einen Plattenspieler bei Phono einstöpseln und dann wiederum auch mit dem Mischer halt mixen, sprich, man braucht keinen Rechner, um den DJM zu benutzen. Das bezieht sich auch vor allem auf die Effektsektion, die hier unten ist. Die ist nicht irgendwie kodiert mit dem Programm oder so weiter und so weiter. Das ist auf jeden Fall alles standalone. Man kann das sofort alles
mit einbeziehen und das ist auf jeden Fall eine geile Sache. Weil warum sollte man sich dann noch zusätzlich einen Mixer holen, richtig, wenn man da schon einen Mixer im Controller mit eingebaut hat? Also damit macht man dann absolut nichts falsch, ne? Ja, es ist auf jeden Fall echt geil. Ja. So, wo wollen wir anfangen? Genau, lass uns doch einmal mal von oben durchgehen. Ich meine, ist ja eigentlich ziemlich klassisch. Den oberen Teil kennt man ja so, ne? Also da sind jetzt Equalizer, nicht. Genau, sind jetzt keine großartigen neuen Features dazugekommen. Hier haben wir die vier Effekte, von denen du gesprochen hast, die vier internen Effekte, die können wir dann auch hier anwählen, ne? mit den Filtern. Und was wir neu haben, ist ja jetzt hier zum Beispiel die Effektsektion. Ne? 14 Effekte haben wir zusammen. Da sind auch ein paar neue dazugekommen. Vielleicht können wir uns die einmal anschauen. Genau, also was wir hier Neues haben, das ist, glaube ich, auch das Interessanteste an der Effektsektion, also an den BeatFX. Ne? Das hat ja hier nichts mit dem SoundColorFX zu tun. Und zwar gibt es einmal den Ngima Jet. Den kennt man vielleicht noch von der S-Reihe. Das ist wie so eine Art Jet LFO. Ich mache das einfach mal an, hier, dann hört man es. So. Hört sich an wie Flanger. Wenn ich jetzt runtergehe auf den Flanger. Ist auf jeden Fall ähnlich und wie du hast es gerade so schön gesagt, es ist auf jeden Fall ein bisschen dezenter. Ja, meine, Jet und Flanger, das sind ja eigentlich alles nur ganz kleine Delays, aber ich denke mal, Jet geht dann vielleicht so ein bisschen als Düsenjet oder was weiß ich, ne? Ja, ne? Auf jeden Fall eine Art Flanger haben wir da. Mhm. Dann gehen wir jetzt mal rüber auf den, den Low-Cut Echo. Genau, ja. So. Wie der Name schon sagt, ist dieses Echo Low-Cut. Also ich mache es einfach mal an, dann hört man es am besten so. Ich weiß gar nicht, ob man das auch hier releasen kann. Ne, geht nicht. Doch, so geht's auch. Also wir haben hier auf jeden Fall ein Echo, was sich dann wirklich nur auf Mitten und Höhen bezieht. Mhm. Normalerweise hat man hier beim 900er noch einen Equalizer drin. Das ist natürlich dann in so einem Controller. Für, ich will jetzt nicht sagen billigere Generation, aber es ist ja jetzt nicht ganz so teuer wie ein normaler DOM-Mischer. Ja. Und deswegen wurden die Sachen dann wahrscheinlich vorweggenommen. Gut, der Low-Cut ist ja auch ziemlich wichtig, ne? Bei Mixes, wenn man dann vor allem die Bässe, wenn die übereinander liegen, da hast du ja oft Probleme. Ne? Also logisch, das hat, klar. Mit dem Low-Cut Echo ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite, was das angeht. Ne? Ja, und wenn man dann halt ein normales Echo benutzen will, dann schaltet man halt auf das normale Echo. Ne? So weit, so fort. Dann gehen wir mal auf die nächsten Effekte ein. Und zwar haben wir dann die Mobius Saw. Die habe ich selber noch gar nicht so richtig untersucht. Wir hören einfach mal rein. So. Okay. Also quasi wie so ein zusätzlicher Synthi, der da so ein Bild abmacht. Ne? Und natürlich schon, das hängt auf jeden Fall schon mit den Frequenzen ab, die im Track abgespielt werden. Ja. Ne? Also desto höher der Klang, desto höher auch die Saw. Ne? Okay. Genauso wie bei der Triangel. Ja. Also alle, die was mit Synthis zu tun haben, da brauche ich, glaube ich, jetzt nicht irgendwie noch ein großartiges Tutorial zu geben. Auf jeden Fall hängt das mit der Triangel und mit der Saw zusammen. Ne? Auf jeden Fall ganz schicke Effekte, die man noch dazu mischen kann. Jo, ne? Das sind auf jeden Fall alle Effekte. Ich glaube, ich habe jetzt keinen vergessen. Das war es soweit. So. Dann gehen wir jetzt nochmal hier auf die Soundcolor FX. Da haben wir Dub Echo, Pitch, Noise und Filter. Die kennt man auf jeden Fall auch von anderen Geräten. Dazu muss ich aber sagen, dass die auf jeden Fall im Mischer her, wenn man jetzt zum Beispiel nur den Mischer benutzt, dann sind sie wirklich Dub, Echo, Pitch, Noise und Filter. Wenn man aber Recordbox noch mit dran hat, also im Normalfall in den Rechner noch mit dran geschlossen hat, könnte man theoretisch den Pitch-Effekt in einen Space-Effekt umwandeln. Also das kann man alles im Programm einstellen. Wenn man zum Beispiel jetzt sagt, boah, ich brauche den Pitch-Effekt überhaupt nicht, ich habe da gar keinen Bock drauf, dann gehe ich einfach ins Programm und stelle auf User und da kann ich dann wiederum jeden einzelnen Effekt hier anpassen auf die ganzen Pioneer-Effekte. So, was vielleicht noch ganz wichtig ist zu den Soundcolor FX, was wir hier vermissen, ist auf jeden Fall der Parameter. Weil dieser Knob hier, das Sampler-Volume, ist normalerweise der Parameter für die Soundcolor-FX. Mhm. Okay. Zum Beispiel Resonanz für Filter und so weiter und so fort. Das kann man als Standalone, als Mixer, muss man sich dann damit zufrieden geben, dass man keinen Parameter hat. Was jetzt aber auch nicht so schlimm ist, weil das haben bis auf 750 und 900 Nexus, haben die anderen Mixer von Pioneer das jetzt auch nicht.
Wichtig dabei ist aber auch, dass man auch diesen Knob hier, den Sampler Volume, wenn man sagt, das ist auch total unwichtig, könnte man diesen als Parameter emulieren, sag ich jetzt mal. Also auch Recordbox als Programm sagt, wir machen jetzt hier aus dem Sampler Volume einen Parameter. Und dann hat man den Parameter daran. Ne, dann steht da jetzt hier nicht so ganz schick Parameter, aber ich denke, man weiß dann ungefähr, was los ist. Ne? So, Q, Q, Q und so weiter und so fort, das kennt man alles. Auch hier unten Through AB hier für die Macwell Fader, auch nochmal ganz also erwähnenswert, dass genau. Wir hier eine Macwell Fader haben. Der ist ja auch neu, ne? Oder? Der ist neu, auch bei den anderen Mischern mit drin, ja. Ja, also vor allem für Hip-Hop-DJs und so weiter, mhm. Scratchen und so. Einer der besten Fader, die man kriegen kann, fühlt sich jetzt nach meiner Meinung nicht so top verarbeitet an wie bei den anderen Mixern, weil das hier aus Kunststoff ist und ja, ne? Sei jetzt mal dahingestellt, ob das jetzt so wichtig ist, aber hier und da müssen sie dann wahrscheinlich auch sparen am Gerät. Ja. Gut, hier haben wir Master, dann haben wir die LEDs, Booth Monitor, alles bekannt. Was hier vielleicht noch ganz witzig ist, ist auf jeden Fall witzig, ganz wichtig ist, wichtig, ja. Ist die Touchstrip, die man normalerweise hier hätte. Mhm. Damit man zum Beispiel beim Reverb die Frequenz einstellen könnte. Das ist nicht mit dabei, man muss sich zufrieden geben mit den 20%. Genauso wie der Time-Regler, dass man das jetzt alles auf die Sekunde regulieren kann, den Effekt. Das ist hier leider auch nicht vorhanden. Man hat höchstens per Shift hier die Möglichkeit, das per Tab einzuarbeiten. Aber das ist dann wiederum außen vor geblieben. Was jetzt auch nicht die Höhe ist, aber das sind halt so die Unterschiede auf jeden Fall zum DODM. Ja, ne? Gut. Dann würde ich sagen, haben wir auf jeden Fall schon mal einen groben Überblick über das Gerät gewonnen. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns doch vielleicht mal an, für welche Zielgruppe das gut sein könnte, beziehungsweise sich empfehlen würde. Ne? Also ich würde einfach mal ganz pauschal sagen, durch die Anrufe und generell Gespräche mit Kunden, die ich jetzt hier schon mitgenommen habe über das Gerät, es ist auf jeden Fall sehr kompakt. Es ist eigentlich für jeden geeignet, vor allem für Mobil-DJs, Veranstaltungs-DJs, die jetzt auf Geburtstagen, die auf Hochzeiten und so weiter auflegen, ist es ganz interessant, weil man hier wirklich alles all-in-one hat. Ne? Also man hat wirklich ein Gerät, womit man wirklich problemlos seine Musik abspielen kann. Genau das mit den Displays und so weiter, dass man direkt eine Übersicht hat. Und was auch ein wichtiger Aspekt ist, sind diese zwei Mikrofoneingänge, die man hat. Also wenn man zum Beispiel noch einen Redner hat, den man beschallen möchte und selber nochmal ein Mikro haben möchte. Das ist auf jeden Fall alles mit dabei. Beziehungsweise sehr wichtig ist, finde ich, die Klasse auch für die im Club auflegen, normalerweise einen USB-Stick mitnehmen und halt mit CDJs und DJM und CDJ auflegen. Mhm. Weil das Teil ist total von der neuen Setup-Reihe abgekupfert, sage ich jetzt mal. Was ja auch nicht schlimm ist, ist ja total geil. Was will ich damit sagen? Ich möchte damit sagen, dass wenn man das damit drauf hat, auf jeden Fall auch mit dem Club-Standard drauf hat. Ne? Also das ist eine super Gelegenheit, um sich vernünftig auf die Club-Gigs vorzubereiten. Mhm. So viel dazu. Also das wäre auf jeden Fall die Zielgruppe, die ich benenne. Jeder andere, der sich das Gerät anschaut, kann gerne noch einen Kommentar oder so hinterherlassen. Ich denke auf jeden Fall, dass das auf jeden Fall ein All-in-One-Gerät ist, was wirklich jedem irgendwo ein Grinsen ins Gesicht zaubert. Ja. Man muss ja auch sagen, Preis-Leistungs-Verhältnis, ne? Das Gerät ist wirklich für einen schmalen Preis, kann man sich's kaufen, wenn man das vergleicht mit einem Nexus 2 Setup, was sich ja eigentlich schon ähnlich aufbaut. Da spart man sich auf jeden Fall gutes Geld und muss sich jetzt nicht irgendwie anhören, dass man als DJ nicht, sage ich jetzt mal, mit vernünftigem Equipment auflegt. Hiermit kann man wirklich auch professionellen Standard abfahren und das ist wirklich top. Genau. Also wie gesagt, Fazit nochmal zur Zielgruppe. Ich denke, es ist gerade, weil es halt so an die Setup-Reihe angelehnt ist, auf jeden Fall ein super Teil für House, Techno, DJs, wie auch immer, die direkt ihre Sachen vorbereiten zu Hause und dann wiederum halt direkt zu Hause so ein Setup stehen haben wollen, aber aus, weiß ich nicht, kauftechnischen Budgetgründen, sonst was ich kein aktuelles Pioneer-Setup halt hinbekommen wollen. Ja. Bevor wir es vergessen, würde ich sagen, schauen wir uns auf jeden Fall nochmal die Rückseite an. Ja, genau. Wir haben hier logischerweise Strom, Eingangskabel, Netzteil, wie auch immer. Ist unserem netten Kameramann vorhin aufgefallen, super geil ist hier, dass das, wie nennt man das immer, was hast du gesagt?
Das ist so ein bisschen schwingend gelagert, genau. Und zwar, wenn man hier irgendwie dran zieht oder so, das Teil bricht nicht direkt raus, es ist ein bisschen Spiel mit drin, ein bisschen mehr Haptik, also man muss sich jetzt keine Sorgen machen, wenn das Ding mal irgendwie unter Spannung ist oder so. Da hat man auf jeden Fall ein bisschen Spiel und es ist nicht direkt alles im Arsch, wenn man irgendwie großartig dran rumzieht, wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir hier einen Mikrofoneingang, hier den ersten und hier den zweiten. Hier einmal jeweils XLR-Klinke und hier nur Klinke. Dann haben wir hier, auch ganz wichtig zu erwähnen, zweimal die Möglichkeit, einen Rechner anzuschließen. Also zwei, also eine, wie soll ich sagen, eine getrennte Soundkarte. Und ich weiß gar nicht, ob es jetzt zwei Soundkarten sind. Auf jeden Fall hat man die Möglichkeit, nahtlose Sets damit zu machen. Wenn man jetzt zum Beispiel im Club steht und der Kollege kommt und man möchte jetzt nicht direkt alles wieder umstecken, sondern man kann den Track auf den Computer auslaufen lassen und wiederum, wenn hier einer stehen würde, auf dem Computer genau den nächsten Track wieder reinladen. Ne? Oder wenn man halt einen Kollegen dabei hat und man sagt, hör mal, ich möchte jetzt meinen Recordbox benutzen und du möchtest deinen Recordbox benutzen, dann ist das wiederum natürlich auch total nice. So, dann gucken wir mal weiter. Hier haben wir die jeweiligen Eingänge für die Kanäle. Wie gesagt, hier hat man immer die Möglichkeit zwischen Phono und Line auszuwählen. Ich glaube, das ist jetzt einmal hier für die beiden und einmal hier für die beiden. Oder wiederum, dass man, ich glaube, es ist nur so, dass man hier Phono ansteuern kann und Line. Und die wiederum sind nur Line. Ne? Also wenn ihr einen Plattenspieler anschließen möchtet oder zwei, dann geht das wirklich nur hier. Und hier wiederum bei diesen kleinen Schaltern könnt ihr es dann einstellen. Hier haben wir die Ground, also die, wie nennt man das nochmal? Die Erdungsschraube. Erdungsschraube, genau. So, dann haben wir hier die Balance für Booth. Also Booth-Monitoring ist auf jeden Fall auch mit Klinke dabei. Dann hat man hier wiederum den Cinch-Ausgang für den Master und hier den XLR-Ausgang für den Master. So, so viel zur Rückseite. Ne? Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, haben wir auf jeden Fall erstmal einen guten Überblick bekommen über das Gerät. Hast du an der Stelle noch irgendwas, was du vielleicht erfahrungstechnisch zu dem Gerät so sagen kannst oder... Ich würde nochmal abschließen damit, dass wir hier auf jeden Fall ein kleines D&M-Setup haben und jeder, der irgendwie mal davon geträumt hat, so ein Teil zu Hause stehen zu haben, kommt damit auf jeden Fall nicht zu kurz, gerade hier wegen der Strip mit den Effekten und so weiter und dem Standalone-Mixer und so weiter und so fort und den Jog-Wheels. Das ist alles wirklich an das neueste Setup von Pioneer angepasst und das macht es halt auch gerade so geil, finde ich. Also sehr, sehr schnittiges Produkt, inhaltlich, alles was drin verbaut ist, auch top. Deshalb muss man sagen, das Gerät wird seinem Namen auf jeden Fall gerecht. Genau. Ja. Jo, also wenn ihr noch irgendwelche Meinungen oder Erfahrungen dazu habt oder vielleicht auch irgendwelche Verbesserungsvorschläge zu unserem ersten Vlog heute, dann schreibt es auf jeden Fall rein, lasst uns einen Daumen da, abonniert den Kanal und wir sagen ciao. Ciao. So, moin. Oh, jetzt geht's los. Und wir gehen erstmal, machen einen großen Überblick. Ja, scheiße, nochmal. Ja, komm, Alter, das kann ja nicht so schwer sein.